In diesem Video zeige ich euch meine schönsten Weihnachtsoutfits und ich gebe euch ein paar Tipps, wie man sich in Freizeitparks warm hält. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video zum Thema Fashion. In diesem Video zeige ich euch all meine Christmas-Outfits, die ich zu Hause habe. Viel zu viele. Und gebe euch am Ende noch ein paar Tipps, wie man sich in Freizeitparks warm hält. Aber bevor wir starten, zeige ich euch erstmal tollen Schmuck, der mich vor kurzem erreicht hat. Ich habe Post von Anna Luisa bekommen. Das ist eine Firma aus Amerika. Die stellen super schönen Schmuck her, ob es Ohrringe sind, Ketten, Armbänder, Ringe und auch Earcuffs. Und ich durfte mir ganze 3 Schmuckstücke aussuchen. Einmal, ich zeige euch auch alles mal von Namen und ich finde, die Schmuckstücke passen zum Thema Disney, aber auch zum Thema Weihnachten. Und deswegen habe ich mir die 3 Schmuckstücke ausgesucht. Ja, einmal diese wunderschönen Sternenohrringe. Das sind ganz kleine Kreolen, vorne ganz viele Glitzersteine und ein ganz kleiner süßer Stern. Perfekt zu Weihnachten, aber auch zu Disney, zum Beispiel, wenn ihr Peter Pan oder so boundet. Also sehr schick. Dann gibt es einen Earcuff. Ich finde, das ist so praktisch. Man braucht sich jetzt kein Piercing noch mehr stechen. Und man kann einfach hier oben auch Schmuckstücke tragen. Weil ich finde das persönlich sehr, sehr schön. Diese Earcuffs bringen nochmal so ein Highlight in den Schmuck, den man trägt. Also ja, Earcuffs einfach oben drauf stecken und nie wieder ein Piercingloch stechen lassen müssen. Und das dritte Teil ist eine Kette, die Dream sagt. Und ich finde, das Thema passt super zu Disney, denn wir sollten nie aufhören zu träumen und unsere Träume zu verwirklichen. Deswegen passt es sehr, sehr gut. Anna Luisa hat auch gerade einen super krassen Sale, den BOGO-Sale. Und ihr bekommt 60% auf das zweite Schmuckstück. Ich habe auch einen Link für euch unten in der Infobox. Schaut gern mal bei Anna Luisa vorbei, stöbert, vielleicht findet ihr das ein oder andere noch für Weihnachten als Weihnachtsgeschenk oder ihr wollt euch selbst beschenken. Also auf jeden Fall unten meinen Link auschecken und viel Spaß beim Shoppen. So, und jetzt zeige ich euch meine Lieblings- oder eigentlich alle meine Christmas-Outfits, die ich besitze. Wie gesagt, viel zu viele, viel zu wenig Weihnachtstage, wie es Outfits gibt, die ich besitze. Ja, aber ich gebe euch einen Überblick. Eins davon trage ich schon, einmal diesen Pullover von shopdisney.de. Ich habe auch Try-Ons gemacht, aber ich habe nicht jedes einzelne Outfit angezogen und als Try-On abgefilmt. Ich werde euch aber alle Sachen zeigen. Also zu gewissen Outfits habe ich Try-Ons gefilmt, unter anderem auch zu diesem hier, aber nicht bei allen, weil das hätte jetzt sonst meinen Rahmen gesprengt. Und es ist eigentlich meistens nur ein Wechsel von dem Hoodie, denn ich habe meistens entweder eine klassische Hose, schwarz kombiniert, einen Rock in schwarz oder einen schönen Rock, den ich letztens erst entdeckt habe, in rot mit so Tüll. Habe ich nämlich bei Instagram bei Bluse und Hemd, ich weiß leider nicht, wie sie mit richtigen Namen heißt, habe ich bei ihr gesehen und dann habe ich sie angeschrieben, gefragt, woher sie den Rock hat, weil ich habe schon lange nach einem passenden Weihnachtsrock gesucht und ich finde, der hier passt perfekt zu Weihnachten, dieser Farbton und auch dieser Stoff, dieser Tüll, ja. Perfekt zu Weihnachten und ja, der ist übrigens von Amazon, also ich packe euch den Link unten in die Infobox von Amazon, wenn ihr da mal stöbern wollt. Der war auch gar nicht so teuer, ich glaube nur so 18 oder 20 Euro. Ja, und passt perfekt zur Weihnachtsseason. Ja, dann gibt es einige Ohren, also ich zeige euch jetzt erstmal alle Ohren, die ich habe, unter anderem hier die leuchten auch und ich habe dasselbe Paar nochmal in grün.
Die habe ich aber meinem Chef ausgeliehen für die virtuelle Weihnachtsfeier, die wir hatten. Deswegen, also die leuchten auch und wie gesagt, die habe ich auch nochmal in grün. Ja, von Ears Ever After sind. Die habe ich aber schon, glaube ich, 2 oder so in grün, sogar schon 3 Jahre, also schon richtig lang. Dann habe ich noch hier die Ohren und ich habe alle Ohren versucht irgendwo einzubinden in den, Kostüm, sage ich schon, in den Outfits. Ja, einmal hier die Ohren. Die habe ich bei AliExpress bestellt, vor 2 Jahren, glaube ich. Müsst ihr mal schauen, ob ihr die noch findet. Als ich die im Disneyland anhatte, habe ich so viele Fragen bekommen, wo ich diese Ohren habe. Die gab es auch mal in den Disney-Parks zu kaufen. Oh, jetzt habe ich hier Lippenstift an den Ohren, das ist aber nicht so gut. Ja, also ich habe die von AliExpress. Dann, die Ohren sind neu bei mir eingezogen. Die sind von Loungefly. Die gibt es meines Wissens auch noch bei Shop Disney zu kaufen. Sind auch für Männer geeignet, denn ohne Schleife. Dann die hier, die sind auch von AliExpress, weil ich weiß, aber die gab es auch in den Disney Parks zu kaufen. Also die sehen fast aus wie die Originalen. Ich würde jetzt auch keinen Unterschied erkennen, muss ich sagen. Und auch das Etikett ist eigentlich, naja, egal. Anderes Thema auf jeden Fall, die sind auch von AliExpress. Die Lebkuchenohren, die habe ich letztes Jahr bei Shop Disney bestellt. Das waren ja die letztes Jahr, die Edition. Und davor das Jahr waren es halt hier die. Ich muss sagen, ich finde die ein bisschen süßer als die hier. Die gucken so ein bisschen strange. Dann habe ich hier die Ohren. Die gab es auch jetzt letztens bei Shop Disney, aber mittlerweile auch wieder ausverkauft. Die sind aktuell, gibt es sie in Amerika in den Parks. Ich weiß nicht, warum es sowas nicht im Disneyland Paris gibt. Das wäre der Renner. Ja, also die habe ich auch noch. Und die sind auch neu. Diese Christmas-Ohren passen zum Spirit Jersey. Die sind auch von Spirit Jersey. Das ist, glaube ich, das erste Paar Ohren von Spirit Jersey selbst. Passend zum Spirit Jersey. Ja, ich glaube, das waren alle Ohren. Das kommt mir immer so wenig vor. Ah, ne, ich habe noch ein paar Schneemann-Ohren. Das zeige ich euch aber dann beim Outfit. Ja, ich glaube, aber es kommt trotzdem so wenig vor. Naja, ein paar ist noch bei meinem Chef und ein paar zeige ich euch gleich noch. Dann kommen wir zu einem Rucksack. Das ist tatsächlich mein einziger Christmas-Rucksack, aber ich liebe ihn. Der Mickey Loungefly Santa Rucksack. Der ist sehr begehrt. Den gab es, glaube ich, vor 2 Jahren in Amerika zu kaufen. Ich glaube, mittlerweile gibt es ihn bei eBay für horrende Preise. Also der ist wirklich sehr begehrt. Und ich bin froh, ihn damals sogar im Sale ergattert zu haben. Hat mir jemand aus Amerika mitgebracht. Ja, also wirklich sehr dankbar. Und ich liebe ihn abgöttisch. Und ich habe noch eine Umhängetasche mit Schneemännern. Die zeige ich euch aber auch erst, wenn ich euch das Outfit zeige. Ansonsten habe ich nicht mehr Weihnachtstaschen. Also die Schneemann-Tasche ist auch relativ neu dazu gekommen. Und davor hatte ich gar keine Weihnachtstasche. Also ja, habe ein bisschen aufgestockt. Es gibt noch eine, die mir bei EMP gefällt, aber da warte ich auf Sale. So, und jetzt kommen wir zu Outfits, würde ich sagen. Ich habe so ein bisschen versucht, in Kategorien zu teilen. Und die erste Kategorie sind Kleider. Nicht Disney-Kleider, aber Weihnachtskleider, die man trotzdem zu Disney-Outfits anziehen kann. Und die meisten habe ich tatsächlich auch von AliExpress. Also wenn man da XL oder so bestellt, dann passen die einem, finde ich auch. Und das erste Kleid ist einmal oben schwarz und unten ganz viele, ich muss es hier halten, weil ihr da das Try-On seht, genau, ganz viele Santa Claus unten auf dem Unterrock. Dazu würde ich auch einen Unterrock tragen, damit es ein bisschen aufgebauschter aussieht. Da muss ich aber Brina nochmal fragen, weil den Unterrock, den ich habe, meinte, der ist scheiße. Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Der ist nicht so gut geeignet, weil der irgendwie so steif ist und absteht. Und sie würde mir noch einen neuen raten. Ja, aber auf dem Try-Ons habe ich noch den alten an. Genau, einmal das Kleid, wie gesagt, von AliExpress. Dann das zweite Kleid, was ich noch habe, ist das hier. Das ist sehr ähnlich, also oben auch schwarz. Und auf dem Unterrock haben wir alle möglichen Christmas-Motive. Weihnachtsbaum, Zuckerstangen, Geschenke, Schneeflocken. Finde ich auch wirklich very cute. Und die nächsten zwei Kleider, da habe ich tatsächlich einen Rollkragen drunter angezogen, weil sie halt oben ausgeschnitten oder halt ärmelfrei sind. Und so laufe ich jetzt nicht irgendwo rum. Im Winter ist ein bisschen kalt. Ja, einmal hier nochmal dieses Weihnachtskleid mit ganz vielen Nikolausmützen.
Very cute. Und dann noch, wo ist hier der Anfang? Hier dieses Kleid. Auch mit vielen Weihnachtsmännern. Ja. Auch mit Rollkragen kombiniert. Übrigens würde ich euch bitten, am Ende des Videos unten zu kommentieren, welche Outfits euch am besten gefallen haben. Das interessiert mich ja immer. Welche Outfits ihr so am besten findet. Ich habe auch meine Favoriten. Von den Kleidern würde ich jetzt sagen, das erste mit den vielen Weihnachtsmännern mit dem Unterrock drunter. Das finde ich jetzt so von den Kleidern jetzt nur meinen Favoriten. Kommen wir zur normalen Weihnachtspullovern. Also wie gesagt, Kategorien. Ich habe jetzt da noch Spirit Jerseys, aber die kommen zum Schluss. Dann habe ich noch Disney Strickkleider, obwohl das, finde ich, ein bisschen kurz ist für Kleider. Und dann habe ich noch Sonstiges. Ja. Kommen wir weiter zu den Pullovern. Wie gesagt, einer ist das hier, also den ich trage, ist einer von den Pullovern, die ich habe. Dann habe ich noch einen Pullover von Shop Disney. Ich weiß gar nicht, ob es den vor 2 Jahren oder letztes Jahr gab. Das ist hier der Mini-Pullover. Ich finde, dieses Jahr gab es gar nicht so schöne Pullover, oder? Ich habe sie verpasst. Aber ich habe auch genug Weihnachtspullover, also ich brauche nicht wirklich noch mehr. Ja, einmal hier dieser Mini-Pullover. Dann gab es letztes Jahr bei Primark hier diesen Baby Yoda-Pullover. Cutest Christmas ever. Mit Baby Yoda als Christmas-Kugel. Natürlich auch nicht nur so ein Standard-Pullover. Dann den finde ich auch super schön. Gab es von Tritons Treasure. Gibt's, haben ja auch Pullover und da gab es hier diesen Weihnachtspullover, den habe ich, glaube ich, letztes Jahr bestellt. Ich hatte noch nie im Park an und möchte den, glaube ich, bei den nächsten Tagen, wo ich mal im Park bin, auf jeden Fall anziehen. Ja, Sweet Holidays mit den Lebkuchenohren sieht das echt wirklich super schön aus und ich liebe den sehr. Und noch ein weiterer Pullover von Tritons Treasure ist der hier, I Will Be Home for Christmas mit dem Schloss. Ist natürlich jetzt nicht so Christmas in your face. Es ist sehr dezent Christmas. Eigentlich nur dieser eine Satz hier. Ansonsten, außer und die Farbe Rot, ist es jetzt nicht so wirklich Merry Christmas mäßig. Aber trotzdem, das Dezente finde ich sehr, sehr schön. Hatte ich auch noch nie im Park an. Und jetzt kommen wir zu einem Pullover, den ich, glaube ich, auch letztes Jahr gekauft habe. Da hängt noch der Preis dran. Den hatte ich auch noch nie an. Von C&A. Und zwar hier dieser Pullover. Ich glaube, den gab es dieses Jahr auch. Steht Merry Christmas drauf mit Mickey und Mini. Fällt auch sehr groß aus. Also ich würde den eher so als Oversize-Pullover anziehen mit einer Leggings. Nicht zu einem Rock, weil sonst sieht das so gewulst aus. Aber auch ein sehr schöner Pullover, aber ich hatte noch keine Gelegenheit, ihn anzuziehen. Dann kommen wir zu den Disney-Strickkleidern, die ich habe. Ich habe 3 Stück und alle sind von C&A. Ich finde, da könnte Disney tatsächlich noch ein bisschen mehr tun, was Kleider angeht. Ich liebe Kleider. Und was Weihnachtskleider angeht, da sind sie ein bisschen mau dran, muss ich sagen. In Amerika ist das besser. Ja, und die Kleider würde ich jetzt auch jetzt nicht zu einer Strumpfhose anziehen, weil die recht kurz sind, also eher zu einer Leggings. Einmal hier dieses rote Minnie-Maus-Kleid. Da steht nur Minnie drauf und halt Schneeflocken. Auch eher dezent weihnachtlich gehalten. Dann das hier, muss ich sagen, finde ich jetzt auch nicht mega, also den Christmas-Pullover, das hier, oder das Kleid, das würde ich auch jetzt im Februar oder so anziehen, zu Valentinstag zum Beispiel. Ja, Mickey und Minnie fahren auf Schlittschuhen, aber sonst ist da nichts Weihnachtliches dran. Ich muss mal gucken, ich bekomme nämlich gleich ein Paket. Sonst ist da, finde ich, nichts Weihnachtliches dran. Und hier steht, it's the season. Ja, aber wie gesagt, zu Valentinstag kann man das mit Herzohren, finde ich, auch super anziehen im Park. Werde ich auch vielleicht machen bei unserem Februar-Trip. Finde ich, es ist halt nur winterlich, aber jetzt nicht so mega weihnachtlich. Aber auch sehr schön, ist auch neu, habe ich auch noch nie an. Und dann habe ich noch hier diesen, den gab es, glaube ich, vor zwei, drei Jahren auch bei C&A. Xmas Selfie und Mickey und Daisy in Weihnachtsmütze mit einem Handy in der Hand. Ja. Also ganz süße Strickkleider, aber wie gesagt, wegen der Kürze würde ich eher eine Leggings dazu anziehen. Ja, kommen wir noch zu einem weiteren Outfit, was jetzt nicht so Christmas schreit, aber halt winterlich und jetzt auch mal was ganz anderes ist, zu diesen rot,
ja, weihnachtlichen Farben, grün. Und zwar ein Frozen-Outfit. Ich habe ja diesen wunderschönen Rock aus dem Disneyland Paris. Der ist auch wohl gerade im Sale, habe ich gehört. Aber ich habe den letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren gekauft. Ja, es ist dieser Elsa-Rock. Geht mir unten bis zu den Knöcheln. Also eher so ein Maxi-Rock. Dazu würde ich kombinieren den Arendelle Aquaspirit Jersey. Dazu kann man jetzt auch einfach einen Elsa-Pullover kombinieren. Habe ich ja im Phantasialand zum Beispiel gemacht. Einfach einen Elsa-Pullover zu dem Rock. Aber ich finde auch ja, ins Disneyland den Arendelle Aqua zu dem Rock. Einfach wirklich wunderschön, weil er auch so glitzert in sich selbst. Und dazu natürlich auch die passenden Arendelle Aqua-Ohren. Also ich finde, das ist ein ganz gutes Non-Christmas-Outfit, aber trotzdem winterlich. Weil ja, Elsa halt da drauf ist mit Schneeflocken und so. Passt jetzt nicht so ganz in den Hochsommer, wo ich den Rock sehr, sehr schön finde. Aber im Hochsommer Elsa mit Schneeflocken passt halt nicht so. Dann kommen wir zu einem Outfit oder zu einer Bluse, die ich auch sehr schön finde, aber auch noch nie anhatte. Ich habe die mal im Sale gekauft aus England. Das war auch noch vor dem Brexit, wo man horrende Gebühren für Zoll bezahlen muss. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe. Und die hat tatsächlich Mickey und Minnie oder nur Minnie? Sie nur Minnie. Schneemänner drauf. Und ich finde die wirklich so cute. Für die Parks ein bisschen kühl, wenn man nur die Bluse anzieht. Deswegen habe ich es im Try-On mit einem Pullunder kombiniert. Auch noch nie angehabt. Ja, ich hänge das immer direkt in den Schrank, ohne die Preise abzumachen. Und dann mache ich es ab, wenn ich es anziehe. Ja, also ich habe es einmal mit dem Pullunder kombiniert und einem Rock. Und dann auch einmal nur das Hemd mit einem Rock. Natürlich super fürs Büro oder so, wenn man zur Weihnachtsfeier geht oder so. Kann ich mir das super vorstellen, aber dieses Jahr ist ja auch nicht so viel mit Weihnachtsfeiern, muss ich sagen. Man kann auch darüber einfach einen anderen Spirit Jersey anziehen und oben einfach nur den Kragen rausgucken lassen. Sieht bestimmt auch gut aus. Also mit so einer Bluse sind die Kombinationsmöglichkeiten natürlich sehr, sehr groß. Und dann habe ich ja noch hier dieses Hemd Blue. Es ist schon eher so ein Holzfällerhemd von Shop Disney. Mit Mickey hinten drauf, Season Greetings. Im Disneyland hatte ich nur das Hemd an. Im Try-On habe ich jetzt aber einen Rollkragen drunter gezogen. Mit der super schönen, einzigen Disney-Christmas-Mütze, die ich habe. Meine andere habe ich ja verkauft. Das habe ich dazu kombiniert. Die gab es ja jetzt im Disneyland zu kaufen. Dann eine Lichterkette, um es ein bisschen weihnachtlicher und ein bisschen zu pimpen, das Outfit, wenn man im Park unterwegs sein sollte. Ich habe auch noch eine andere Lichterkette. Die gab es alle letztes Jahr bei Shop Disney. Ich habe noch eine, die es dieses Jahr bei Shop Disney gab, aber die hat auch mein Chef. Habe ich ihm auch ausgeliehen. Ja, aber ich habe ja immer noch zwei Stück. Das reicht, genau. Also einmal die Bluse oder das Hemd mit einem Rollkragen und einer schlichten schwarzen Hose. Und man ist, finde ich, auch gut angezogen, wenn man noch rote Schuhe oder so anzieht. Ja, geht das immer. Ich habe jetzt natürlich nicht immer die passenden Schuhe angezogen. Schwarz, rot, geht halt immer, ne? Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie und den Spirit Jerseys. Na, was schätzt ihr? Wie viele Christmas Jerseys habe ich? Also ich sag mal so, dieses Jahr sind einige noch dazugekommen. Einen habe ich aber tatsächlich verkauft. Also minus eins. Aber sind trotzdem viele dazugekommen. Und jetzt kommt erstmal das Outfit, wo ich euch noch die Tasche und die Ohren zeige, die ich noch habe. Und zwar zu diesem wunderschönen Christmas Jersey. Den habe ich letztes Jahr aus Amerika bestellt. Und ja, aus Anaheim. Vorne ist ein Mickey Schneemann. Und der ist aus so einem. Wie heißt denn das? So nicht Vlies, sondern so dickerer Teddy-Stoff oder so. Ja, wie man das auch immer nennt. Ja, hinten steht Disneyland Resort, also für Disneyland Anaheim, mit einem goldenen Schloss, silbernen Schloss auf goldener Schrift und unten ganz viele kleine Details in Silber. Ist auch nochmal das Schloss. Ja, ein richtig schöner Spirit Jersey und dazu passt natürlich perfekt einmal die Schneemann-Ohren. Die gab es jetzt bei EMP. Und die passende Schneemann-Tasche. Also ich finde das Outfit super, super cute. Ah, ich habe eben gar nicht erwähnt, was meine Lieblings-Pullover sind. Bei den Pullovern ist es schwer. Also ich mag das schwarze Kleid von C&A. Aber es schreit halt nicht so Christmas. Das mag ich ganz gern. Den Hoodie finde ich eigentlich auch in Ordnung mit den Candy-Ohren. Ja, auf jeden Fall.
Bei den Jerseys kann ich mich wahrscheinlich nicht entscheiden, welcher mein Lieblings ist, weil jeder ist besonders auf seine eigene Art. Aber ja, also ein Jersey mit Schneemann und bisschen flauschigerem Stoff. Dann der heiß begehrte Jersey aus dem Disneyland Paris, der gefühlt schon im Oktober weg war. Oder war ja auch schon im Oktober weg. Ja, auch richtig süß. Den habe ich im Try-On dann mit dem roten Rock kombiniert. Kann man auch mit dem schwarzen oder zu einer Hose. Weil ich finde es bei denen immer so schade, unten alles immer so wegzuschneiden, wenn da unten noch so viel Muster ist. Bei denen geht's, es ist nur kariert. Aber jetzt bei dem anderen ist halt noch so viel unten so viel los. Ne? Und da finde ich immer so ein bisschen schade, es immer mit dem Rock wegzuschneiden. Aber ich finde tatsächlich, Jerseys mittlerweile sehen schöner aus mit einem kombiniert mit einem Rock als mit einer Hose. Meine Meinung. Ja. Also einmal der Christmas Disneyland Paris Jersey. Kommen wir zu Nummer 2. Also das war jetzt Nummer 2. Nummer 3 gab es jetzt bei Shop Disney zu kaufen. Der hier mit dem Cookie vorne. Dazu sind auch die Spirit Jersey Ohren, die ich eben gezeigt habe. Und hinten steht Season's Greetings. Auch ein wirklich ein wunderschöner Spirit Jersey. Ich liebe ihn. Very cute. Ja, Nummer 3. Nummer 4. Auch sehr schön. Also wie gesagt, die Chris, also ich finde jeden Jersey auf seine eigene Art wunderschön, sonst würde ich sie nicht sammeln. Ja, einmal hier, den gab es auch jetzt vor kurzem bei Shop Disney mit Mickey vorne. Jetzt muss ich, glaube ich, Entschuldigung. Das ist der ganze Staub hier, der aufgewirbelt wird von den Klamotten. Ja, Mickey vorne in seinem Weihnachts-Christmas-Outfit und da finde ich es halt wirklich super schade, so einen Croc anzuziehen. Dass das ganz schöne Muster unten verdecken würde. Und hinten steht Snow Much Fun. Und tatsächlich hat unter meinem Haul jemand kommentiert, dass es den Jersey in 5 verschiedenen Varianten gibt. Also mit Snow Much Fun. Dann gibt es die Walt Disney World Variante, wo hinten Walt Disney World draufsteht. Anaheim. Und die anderen 2 Versionen habe ich leider vergessen. Aber ihr könnt gerne in meinem Haul unten in den Kommentaren nachschauen. Also da hat jemand geschrieben, den Jersey gibt es halt in 5 verschiedenen Varianten. Fand ich auch sehr interessant zu wissen. Ja, das war jetzt Nummer 4. Kommen wir nochmal zu Nummer 5, was falsch rumgedreht ist. Aber ich kann dir schon mal erzählen. Den habe ich auch vor 2 Jahren mit dem weißen, mit dem Schneemann-Jersey aus Disneyland Anaheim bestellt. Und auch wirklich very cute. Vorne das D für Disneyland Anaheim. Hinten Disneyland Resort und da ist wieder das Highlight halt, hier spielt sich alles, das spielt sich alles unten ab. Mickey, Schneemann Mini, ja. Auch auf den Ärmeln ist das Design drauf, aber ich fände das so schade, es einfach abzuschneiden mit einem Rock, Pluto. Ja, Nummer 5. Und jetzt kommen wir zum letzten Spirit Jersey, Nummer 6. Und zwar, den gab es letztes Jahr bei Shop Disney. Merry and Bright steht da unten drauf. Steht hinten drauf. Und unten habt ihr Schneeflocken und Mickey-Köpfe. Und in den Schneeflocken ist kein Hidden Mickey. Ich dachte, da wäre ein Hidden Mickey, aber nein. Ja, also das ist mein 6. Spirit Jersey. Und ich kann mich hier bei denen leider auch nicht entscheiden, welcher mein Liebster ist. Also die Weißen sind super. Der aus dem Disneyland Paris, aber auch der aus Disneyland Anaheim. Also jeder, also den ich am wenigsten mag, ist tatsächlich der Merry and Bright, der letzte. Also den würde ich jetzt sagen, der ist am ganz hinten in der Schlange. Und die anderen kann ich mich nicht entscheiden. Ja, ich hoffe, das Video ist jetzt nicht allzu lang geworden. Ich wollte jetzt die Outfits euch noch zeigen. Aber jetzt kommen wir ja noch zu den Tipps, wie ihr euch im Disneyland oder Freizeitparks generell warm halten könnt. Ja, ich habe so ein paar Gadgets, die ich mir zugelegt habe über die Jahre, die mich im Disney-Park oder in anderen Freizeitparks warm halten über den Winter. Und ja, erstmal ganz klassisch Skiunterwäsche. Also wenn ich Hosen trage, trage ich entweder eine Skiunterhose oder halt eine Strumpfhose, eine Thermostrumpfhose unter meiner Hose. Wenn ich einen Rock trage, trage ich mindestens 2 Strumpfhosen übereinander plus natürlich Uggboots. Also da ist das Thema ja umstritten, aber ich kann ohne Uggboots nicht mehr durch Freizeitparks, weil meine Füße sind einfach konstant warm. Uggboots sind einfach der geilste Scheiß, sozusagen. Also
Könnt mir sagen, was ihr wollt, wenn ihr die hässlich findet zum Outfit. Die halten einfach warm in Freizeitparks. Deswegen, durch den Winter komme ich eigentlich nur mit Ugg-Boots und halt Thermounterwäsche. Ja, wo ich die kaufe, bei Discountern. Ich habe jetzt bei Lidl letztens mir noch Oberteil gekauft. Bei Tchibo gibt es auch gute. Ja, also müssen wir mal gucken. Ich habe verschiedene Farben auch bestellt. Wenn ich unter jetzt ein weißes Spill-Jersey anziehe, ziehe ich natürlich nicht schwarz an. Das ist aber jetzt hier einfach nur so ein Ski-Unterwäschen-Oberteil. Ja, und dazu halt, wie gesagt, noch Thermostrumpfhosen oder Thermounterwäsche und halt die Ugg-Boots. Und wenn es dann noch wärmer sein soll, habe ich so, kennt ihr bestimmt von früher, diese Knick-Handwärmer. Aber ich habe das nicht mit Knick, sondern einfach nur, was eingepackt ist. Und wenn man es aus der Packung holt, wird es warm. Das habe ich einmal für Hände, für Füße und für Rücken. Und die für Rücken klebe ich mal auf dem Rücken oder auf dem Bauch oder ne, wo es mir gerade kalt ist, wenn es wirklich richtig kalt ist. Also dieses Jahr habe ich es noch nicht benutzt, aber es gab schon Jahre, wo ich sie dabei hatte. Die Hand- und Rückenwärmer sind ganz, ganz praktisch und ja, so kann man sich auch warm halten. Oder man bestellt sich einfach einen elektrischen Handwärmer. Ja, jetzt kommen wir zu den Elektro-Gadgets, die ich noch habe. Ja, das ist einfach nur so ein bisschen aus wie eine Powerbank, wird dann aufgeladen und dann kann man hier vorne drauf drücken und es anmachen und dann wird es halt warm. Dann kann man es so in den Handschuh reinlegen und dann kann man sich halt die Hände damit aufwärmen. Gibt es bei Amazon, packe ich euch natürlich unten in die Infobox die ganzen Links von Amazon. Ja, muss man wissen, ob man es praktisch findet. Ich habe zwei davon für zwei Hände oder wenn eins leer geht. Also das ist auch ein gutes Gadget, muss ich sagen, um die Hände warm zu halten. Ich trage natürlich auch Handschuhe. Und da kann ich auch welche von Amazon empfehlen. Die habe ich in verschiedenen Farben. Sind natürlich Touchscreen-fähig. Und die sind super warm und sehen auch schön weihnachtlich und winterlich aus. Die habe ich in Schwarz, in Rosa und in Rot. Kann ich euch klar weiterempfehlen. Packe ich euch unten auch in die Infobox. Und das letzte Gadget, was mein Freund mir mal geschenkt hat. Ist sehr skurril, aber er hat gesagt, du stehst immer dann so lang für die Paraden an und dann frierst du und dann musst du dich auch was wärmen. Und zwar ist jetzt nicht das attraktivste Teil, aber es tut, was es soll. Eine Weste. Jetzt fragt ihr euch, ja, eine Weste. Da ist auch eine Powerbank drin und die wärmt. Das heißt, man kann diese Weste hier einschalten und dann heizt sie sich auf durch diese Powerbank, die aufgeladen ist und dann wird es schön muckelig warm. Unter der Weste. Also wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht für Frostbeulen, diese Weste ist perfekt. Gibt es auch bei Amazon. Ich habe jetzt hier Größe L für mich bestellt. Passt perfekt. Da kann ich schon einen dicken Pulli drunter ziehen. Und für richtig kalte Tage in Freizeitparks, wo man draußen halt auf die Parade warten muss oder das Wetter halt wirklich Minusgrade sind, ja, braucht man wirklich diese Gadgets, um durch den Tag zu kommen, weil es einfach sonst kalt ist. Klar, man kann sich zwischendurch mal drinnen aufwärmen, einen Kakao oder einen Tee oder Kaffee trinken. Aber wenn man lange in Schlangen steht oder halt draußen auf eine Parade, auf eine Show wartet, was an Weihnachten ja schon normalerweise auch sehr oft der Fall ist, sind für mich diese Gadgets lebensnotwendig. Also ich habe wirklich immer alles dabei, diese Weste jetzt nicht unbedingt, aber sonst habe ich immer alles dabei oder trage alles. Müsst ihr jetzt natürlich nicht, aber vielleicht ist das ein oder andere auch dabei, was euch dann noch ein bisschen wärmer hält in den Parks. Ja, und das war mein Weihnachts-Christmas-Warmhalte-Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem einen oder anderen Outfit inspirieren. Denkt auch noch mal dran, wie gesagt, bei Anna Luisa vorbeizuschauen, wegen dem super coolen Schmuck. Vielleicht braucht ihr noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und kommentiert unten gerne, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!